zeitnah. Ja, das sind die Anfragen, die wir bekommen. Und dann haben wir eine Rückfrage und dann passiert nichts. Nichts! Ja, hallo liebe Freunde, da sind wir wieder. Und heute, mein lieber Freund, muss es ganz schnell gehen. Wir müssen heute ganz schnell machen, weil alle unsere Kunden haben es tierisch eilig. Kleine Hintergrundgeschichte. Folgendes ist passiert. Bin ich Ihnen zu schnell, Herr Kollege? Nein, wir müssen wirklich schnell machen. Es eilt, es eilt. Kann ich die Info jetzt noch sofort haben? Ich brauche das Ganze zeitnah. Ja, das sind die Anfragen, die wir bekommen. Und dann haben wir eine Rückfrage und dann passiert nichts. Nichts! Nichts passiert! Ja, was ist das denn? Wir sollen ganz schnell reagieren? Machen wir doch gerne. Wir sind die Profis. Wir kriegen das hin. Und auf der anderen Seite passiert nichts. Ja, wie soll man das denn verstehen? Da kommen wir nicht mehr mit. Dann braucht es sage und schreibe 3 Tage, bis die Rückantwort kommt. Aber es muss ja schnell gehen. Es muss ganz schnell gehen. Es muss zeitnah sein. Wir müssen ganz schnell. Es ist ganz dringend und so weiter. Liebe Freunde, wenn ihr es eilig habt, dann wird der Dienstleister sich schon bemühen, eilig zu arbeiten oder schnell zu arbeiten. Aber dann erwarten wir das auf der anderen Seite auch, dass ihr schnell arbeitet und euch Gas gibt. Habt aber nicht gemacht. Und das ist unheimlich anstrengend. Der Kollege und ich sind da etwas, wie soll man sagen, irritiert und frustriert. Ja, so kann man das eigentlich ausdrücken. Und das sorgt für eine gewisse Egaleinstellung. Ja, eine Egaleinstellung, die dazu führt, dass der Begriff "es ist eilig, bitte zeitnah" vollkommen verschlissen und wirkungslos wird. Und das wollen wir doch eigentlich nicht. Dafür sind die Begriffe doch da. Also immer überlegen, was auf der anderen Seite passiert und mitziehen. Genauso eilig mitmachen, so wie der Kollege immer eilig mitmacht. Also liebe Freunde, habt ihr mit Sicherheit alle draußen erlebt, dass das Rad sich sehr schnell dreht? Und das würde uns mal interessieren. Gibt es ähnliche Fälle? In diesem Sinne, schönes Wochenende. Ciao. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want.